So, jetzt machen wir mal da weiter, wo ich aufgehört habe. Das war der Checkpoint in diesem bescheidenen Level, glaube ich. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, aber wird wahrscheinlich so sein. Dann starten wir mal direkt. Ah ja, und ich glaube, es war ja noch dieser komische Mario hinter mir hier. Also schön doppelte Schwierigkeit. Ja, genau, das war diese bescheidene Action. Das war, glaube ich, gerade ein sehr guter Try. Ach du Käse. Das ist gerade ziemlich dumm. Ja, jetzt werde ich verkacken. Wie das gehen soll. Nämlich genauso. Halleluja. Also, dass das jetzt... ich glaube, das war jetzt wirklich First Try. Gut, es war vom Checkpoint, das war nicht von ganz Anfang an, aber es war zumindest der schwierige Abschnitt, ohne vorher zu üben. Es wäre ganz gut, wenn ich einmal ein paar Leben bekommen würde. So, was gibt's denn da? Krieg ich ein Leben? Nein. Aber da drinnen gibt's welche. Moment. Ich schaue jetzt erst zum Stern, weil wenn der mir jetzt kostenlos One-Ups gibt, weil er halt grün ist, wäre ich ja dumm, wenn ich mir welche kaufe. Hä? Ah ja. Cosmic Jewels. I don't know where they are. Wo ist die Röhre jetzt? Jetzt muss ich die Röhre suchen. Da ist sie. So, gib mir mal was. Ja. Ich habe so viel Münzen, ich kann um mich werfen damit und ohne weiteres Leben sammeln. Dass man ja kein One-Up einfach so abhaut. Ja, komm, einmal geht noch. Transformation! Wow. Leben? Hallo? Ich glaube, ich bin. Oh. Naja. Ein paar Leben habe ich gesammelt. Ich glaube, das sollte fürs erste Mal reichen. So, dann schauen wir mal, was da los ist. Irgendwie. Moment. Aber ein bisschen an mein Setup gebastelt. Was mir nämlich aufgefallen ist, ist, dass jedes Mal beim Spielen
die Klickgeräusche vom Controller mit aufgenommen wurden, jetzt habe ich das Mikrofon ein gutes Stück neben mich hingestellt. Ich hoffe, damit wird es jetzt besser. Das hat aber auch zur Folge, dass das Kabel von meinem Kopfhörer plötzlich um 10 cm zu kurz wird. Und das eh schon so kurz ist, dass es mich in der Bewegung einschränkt. Jetzt muss ich den mal ein bisschen fein justieren. Okay, es ist wirklich dieses eine Level, was mir da noch fehlt. Aber ich schau mal, was sonst noch so los ist. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Oh Gott, ich hoffe. Nein. Ach, zurück. Hallo? So. Shit, es ist wirklich das eine Level, was ich jetzt noch machen muss, mit dem ich überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Na, ah, ich hasse es. Naja, hilft alles nichts. Wenn ich es durchspielen will, muss ich das machen. Und irgendwas mit dem Grünen muss ich auch noch, was auch immer. Ich muss ja auch wieder zurück, also ich darf meinen Weg zurück nicht verbauen. Also muss ich gleich mal so beginnen. Ich hasse Schlümpfe. Eine Münze vergesst, das geht nicht. Was ist denn das jetzt für eine Kacke, was ich da mache? Das gibt's ja nicht. Wie oft ich jetzt diesen Long Jump schon hinbekommen habe und die ganze Zeit nicht hinbekommen. Das war jetzt mega umständlich, aber es war ganz gut. Und ich habe vor allem jetzt den Long Jump hinbekommen. Ich mag es mir aber auch irgendwie unnötig schwer.
Alter Falter, mir geht die Pumpe. Wow. Ich meine, es ist jetzt echt befriedigend, das geschafft zu haben, aber wow. So ein Fuck-Level. Hui. Nie wieder. Pfui. Bäh. Grausliches Level. Houston, wir haben 120. Willst du mir jetzt sagen, ich soll mit einem Freund spielen? Du bist ja echt ein... So, dir gebe ich mal ein paar Bits. So, was geht jetzt ab? We finally got all the stars, but we still need to take care of that guy. Even if I have every power star, you still must defeat that monster. Or we will never see the cosmic jewels. Erstens, was für ein Monster soll da draußen noch sein, was ich nicht besiegt habe? Und davon abgesehen, warum sagt das Spiel nicht, dass es zu Ende ist? Also irgendwas ist noch offen. Weil das Ende, ich meine, da ist ja offensichtlich noch ein Platz. Aber muss ich dann da... Ich schau... Ich habe überall das Krönchen. Egal, ich schau trotzdem mal. Krönchen und diese Sterndings, okay. Ja. Achso, und die Münze. Ja, die Münze auch, okay. Krönchen, Sterndings, Münze. Passt. Krönchen, Sterndings, Münze. Oh. Aha. Krönchen, Sterndings, Münze. Da fehlt das Sterndings. Das heißt, da hat dieser Komet noch nicht eingeschlagen. Doch. Aber ich habe die Kometmünze, also... Hä? I don't understand. Search for the irgendwas. Fuck you. Okay. Schauen wir mal da rein. Eigentlich hätte ich gerade den Beginn nehmen sollen, um zu checken, ob da irgendwas versteckt ist, aber ist egal. Also. Nein. Ich meine, da oben beim Baum war ja, glaube ich, auch irgendwas, aber ich weiß nicht, ob ich das schon habe. Ich bin mein, das habe ich schon. Shut up and give me the cloud. Du kannst mir einen Mondschein begegnen. So. Aber ich war da schon. Den aufwecken? Nein. Okay, und da war ich aber auch schon.
hier mal den regulären Weg weiter. Was ist denn da? Oh, nichts. Just nothing. Go away, stupid bird. Was ist denn da los? Nix. War ich da unten? Ja, ich denke schon, weil... Ja klar. Muss ja. Some crazy looking monkey grabbed the power stone. Jetzt kann mich nichts mehr schockieren. Nach dem einen Level kann mich jetzt nichts mehr schockieren. So, die Münze habe ich ja schon. Okay, ich bin da. Da hinten sehe ich noch eine Wolke. Aber da gehe ich ja glaube ich sowieso hin. Genau. Gehe schon in die Richtung. Sam Monkey, ja. Muss ich den Affen killen vielleicht? Aber ich habe den, mit dem habe ich ja schon geredet. So. Also ich rede nochmal mit ihm. Okay, das war der, der mir den Stern gibt, aber... Ich weiß noch immer nicht, was ich tun muss, damit der Komet da einschlägt. Also muss ich das Level einfach nur schnell spielen. Aha. Da ist noch ein One-Up versteckt. Und bringt mich das jetzt irgendwie weiter? Das ist das. Da war ich. Grinz nicht so blöd. Also eigentlich... Mit den Fallen, da tat sich jetzt nichts. Aber vielleicht schlägt jetzt zufällig der Komet ein. Der Prankster.
What? A ghost? Ist der Luigi immer der, der einen Ghost hinterlässt? Ich bin meine, ich hätte das schon mal gelesen. Wo waren das? Da. Na, da. Ja, genau. Und wo ist der Ghost? Hä? Ich kapier grad gar nichts. Jedenfalls mache ich das Level nochmal in... naja, Bestzeit will ich nicht sagen, aber jetzt zumindest deutlich schneller. Weil ich mal schauen möchte, ob vielleicht dann dieser coole Komet einschlägt. Ja, mittlerweile weiß ich, danke. Ach du Penner, hast mich wirklich erwischt. So ein Lümmel. Ja, dann komm halt her. Dann kriegst du einen Kampf. Ich glaube, ich will weitergehen. Oh! Ach Gott. Das übliche Wild Jump gegen Long Jump gegen Stampfattacke. Na komm. Bla 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 bla. Also irgendwo muss ja jetzt der Geist sein. Moment.
Also ich dachte, wenn man drüber fährt, hört man irgendwo Luigi lachen oder so. Nope. Also symbolmäßig hat sich ja nichts verändert, obwohl es da irgendwie hieß Ghost irgendwas. Komisch. Und dieser komische Komet will auch nicht einschlagen. Da fehlt er auch noch. Also fehlt auf jeden Fall noch öfter. Oh ja, passt eh. Was? Also, hab die Krone übersehen. Ich dachte schon, was wäre denn da los? Dass die Krone fehlt, obwohl es mal vorher angezeigt wurde, dass überall alles vorhanden ist. Also ich muss glauben, dass da noch was drin ist. Irgendwas Verstecktes oder so, wo ich schon mal herumschnüffeln wollte, aber nichts gefunden habe. Aber vielleicht kann ich ja jetzt mal mit Luigi, weil der höher springen kann oder auch weiter springen kann, irgendwas rausfinden. Man kann auf jeden Fall oben herum springen, ganz oben. Das werde ich einmal direkt versuchen. Also mit Luigi raufkommen ist auf jeden Fall kein Problem. Aber dass er rutscht, ist halt sein Manko. Oh. Naja. Das war jetzt am Anfang, das ist kein Problem und alles in Ordnung. Außerdem habe ich jedes One-Up eingesammelt gehabt, aber ich kann da nach oben. Also. Da geht's noch weniger. Kann ich dann ins Eck vielleicht gehen? Ich lasse es halt keine Ruhe, dass da oben so ein Ding jetzt ist. Da? Naja, ich gehe mal weiter. Vielleicht finde ich noch was anderes. Das zum Beispiel. Das hat mich ja beim ersten Mal schon irgendwie getriggert. Komme ich da mit dem Luigi überhaupt hin? Ja, okay, ich könnte vielleicht hin, aber dann geht es nachher nicht mehr weiter, also bringt das überhaupt nichts. Huh?
Ah ja, da war ja was. Ich habe ja jetzt den Checkpoint gleich. Ich muss mich da mal runterfallen lassen. Okay, ist überhaupt nichts. Weil das hat irgendwie so... Naja, wie halt ein Schacht ausgeschaut. Und da war ich schon neugierig, ob da nicht was ist. Wow. Wow. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob man da nicht irgendwie raufkommt. Ich muss auf dieses blaue Dings da drauf kraxeln und dann kann ich nachschauen. Aber das Leben hätte ich trotzdem gern. Ach, war das schlecht. Wie sie sich freut, dass sie mich erwischt hat. Du Biest. Da. Ja, was... Bis sich der regeneriert und ich mal eine Drehung machen kann. Ich mach's wie bei dem einmal, wo ich einfach durchgerusht bin, ganz einfach. So nämlich. Gar nicht lang erst mit irgendwelchen Schabernack da aufhalten. So, wie war das jetzt? Blau muss raus. Wieso hat das nicht geklappt? Weil ich jetzt erst das Blaue raus muss. Und schon wieder Stampfattacke. So muss ich das. So. Da ist... Oh Gott, das dreht sich. Da ist einfach gar nichts. Es besteht eine kleine Möglichkeit, dass da irgendwas noch ist, irgendwas versteckt, was ich jetzt nicht sehe. Aber ich halte es mal für unwahrscheinlich und gehe zurück auf die Map. Ich weiß noch immer nicht, wo mein Ghost Luigi ist. Aber ich habe ja wie so oft die Meldung einfach weggedrückt. Ich finde das nicht befriedigend, wie das hier endet. Mach mal einen kurzen Stopp und lese mich rein, ob ich da irgendwie einen Hinweis finde, wo die versteckt sein sollen, damit ich weitermachen kann. Weil so hat das eh keinen Sinn. Okay Leute, also zum einen merke ich gerade auch, wie mein PC im Hintergrund bläst.
Dafür muss ich mich leider entschuldigen und kann aber auch nichts dafür. Ich habe normal einen Lüfter-PC und da bläst um die Ohren, wenn man das Spiel spielt. Dann geht es einigermaßen, dann übertönt es ein bisschen den Lüfter. Aber ich werde es versuchen mit dem Nachbearbeiten vom Video ein bisschen zu unterdrücken, dass die Qualität dann besser wird und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da mache. Jedenfalls habe ich mich kurz reingelesen und ich habe gesehen, dass es gleich hier einen grünen Stern geben soll, den ich einfach übersehen habe bis jetzt. Und das will ich gleich mal gegenchecken. Weil so sieht man den jetzt zumindest nicht. Wäre wahrscheinlich zu einfach. Ja, komm. Wir haben das Vergnügen gehabt. So, und es soll nämlich ziemlich einfach sein. Einfach hier im Kreis laufen, bis man den grünen Stern sieht. Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob das gerade so funktioniert. Ja. Nee, danke. Ich schaue mich noch um. Ich will nicht rein, ich meine, wird man schon fast genötigt. Okay, also irgendwas stimmt hier nicht. Oder muss ich im Uhrzeigersinn? Oder muss ich anklopfen? Was ist denn jetzt eigentlich? Read. Please go around back. Around back, dann komme ich zu dieser Röhre. Beziehungsweise in die andere. Please go around back. Er sagt mir einfach, ich soll auf die Rückseite gehen, aber ich meine, da ist nichts. Der macht einen komischen Triple Jump. Okay, Moment, ich muss mir das noch mal kurz anschauen. Also laut Beschreibung müsste der grüne Stern etwa hier sein. Aber hier ist genau gar nichts. Was eigentlich für mich bedeutet, dass ich wahrscheinlich eine andere Version habe von diesem Spiel, als es sonst noch gibt, eine ältere, wo einfach die grünen Sterne nicht dabei sind. Könnte ich mir vorstellen. Weil eigentlich heißt es, ich soll hier im Kreis, soll hier im Kreis gehen und dann sehe ich den grünen Stern, aber ich sehe keinen grünen Stern. Und der Alternativweg ist,
das ist der Alternativweg, beziehungsweise durchs Loch. Und dann soll hier der Stern sein, aber wie schon gesagt, ist hier nichts. So hätte ich mir das eigentlich auch anschauen können, dass da nirgendwo diese Kometen sind. Ich frage mich ja, ob man die Kronen auch Gold machen kann, wenn man das irgendwie zeitnah durchspielt, also schnell durchspielt. Da jedenfalls fehlt mir noch was. So, ich schaue mir jetzt noch einen zweiten grünen Stern an. So Leute, ich zeige euch jetzt mal, wo ich bin. Das ist der Startplanet, wo man das Spiel beginnt. Der erste also. Und ich bin jetzt ein bisschen vorausgelaufen, wo der grüne Stern hätte sein sollen. Und da stellt sich raus, da ist ebenfalls kein Stern. Was für mich eben, wie vorhin schon bemerkt, bedeutet, dass ich entweder eine falsche Spielversion habe vom Spiel und dass es da einfach keine grünen Sterne gibt. Ja, das war es eigentlich auch schon mit der Begründung, weil was anderes fällt mir da eh nicht ein. Also ich bin hier und ich könnte jetzt darüber fliegen und hier sollte der Stern sein. So, damit ihr das seht. Da ist der Stern. Aber nur bei mir nicht. Naja, so viel dazu. Also ich fürchte, Super Mario Galaxy 2 ist für mich hiermit abgeschlossen. Ich habe 120 Sterne. Andere Kometen anscheinend nicht einzuschlagen. Ich werde mich da noch reinlesen, ob man das irgendwie triggern kann. Wenn ja, geht's weiter und wenn nicht, dann werde ich dann mit einem anderen Spiel weitermachen. Na dann. Zoom out, save and quit.